In diesem Video bekommt ihr eine Hoteltour durch den Robinson Daidalos. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier aus Kos. In diesem Video zeige ich euch den kompletten Robinson Daidalos Club. Die Hoteltour beginnt bei unserem Zimmer 703. Es ist früh am Morgen, also früh, es ist 7 Uhr. Ich nutze die Gelegenheit, da ich hoffe, dass nicht so viele Gäste unterwegs sind und ich euch die Anlage im Prinzip so in Ruhe zeigen kann. Und ja, wir laufen erstmal los. So, direkt zu meiner Rechten seht ihr einen Aufzug und da geht es zu den Tennisplätzen. Und zu meiner Rechten ist ein Tennisplatz. Und hier links habt ihr auch noch mal welche. Wenn man dann den Berg weiter runter geht, seht ihr hier eine Rolltreppe. Die geht aber nur in eine Richtung. Die fahren wir jetzt gleich noch mal hoch, aber ich gehe erst mal außen rum. Denn wie ihr hier sehen könnt, ist es sehr hügelig und uns den Gästen einfacher zu machen, wurde diese Rolltreppe eingebaut, damit man nicht den Berg hochlaufen muss, sondern nur noch runter. So, jetzt nehmen wir die Rolltreppe wieder hoch, damit ich euch das einmal demonstrieren kann. So, jetzt geht's weiter vom Berg runter durch das schöne griechische Tor. Kalimera. Also hat es einen sehr griechischen Touch hier alles. Und dann hier rein geht's zur Rezeption und zum TUI-Büro. Ich zeige euch ein paar Eindrücke. Raus aus der Rezeption, zu eurer Rechten, findet ihr den Shop mit ganz, ganz tollen Sachen. Natürlich auch mit dem Robinson Merchandise, aber auch anderen ganz tollen Sachen. Ich fahre mal hier so ein bisschen rein. Also durchstöbern lohnt sich, ich habe auch schon einiges gefunden. Weiter geht's. Zu meiner Linken findet ihr die Fotografen. Könnt ihr euch einen Termin machen für ein Fotoshooting und eure Bilder einsehen, die abends oder tagsüber von euch gemacht wurden. Und hier ist das Informationsboard, was gerade für Shows anstehen in den nächsten Tagen, was im Robby Club ansteht, Wassersport, Wellfit Spa, Biken etc. Also alles, was ihr wissen müsst, findet ihr hier. Und dann geht's links hier rein. Das ist nochmal der
Photoshop. Und hier geht es dann zum Fitnessstudio und zum Erwachsenenbereich, zum FKK-Bereich, zum Spa. Und ja, da rechts Fitnessstudio und links Erwachsenenbereich. Und dann kommen wir jetzt erstmal hier in den Erwachsenenbereich mit eigener Liegewiese. So, das ist hier die Liegewiese vom Erwachsenenbereich. Und der Erwachsenenbereich hat natürlich auch seinen eigenen Pool. Morgen. Wenn man weitergeht, hier diese Treppe hoch, kommt man in den Spa-Bereich, wo ihr eure Massagen buchen könnt und andere Anwendungen. Also das Wellfit Spa heißt es, glaube ich. Und wenn ihr da durchgeht, durch das Wellfit Spa und dann links, ist auch noch der FKK-Bereich. Da gehe ich natürlich jetzt nicht hin. Wenn ihr vor dem Erwachsenenbereich rechts geht, findet ihr das Fitnessstudio. Ich schaue mal, ob jemand drin ist. Wenn keiner drin ist, zeige ich euch die Räumlichkeit ein bisschen. Ansonsten gibt es hier den Oberkörper- und Cardio-Bereich. Und hier gibt es dann noch die anderen Geräte. Ist gerade keiner hier. Ich schwenke nur kurz durch, weil man muss sich anmelden, um den Fitnessraum zu benutzen zurzeit während der Corona-Maßnahmen. Das kann man einfach über die Robinson-App machen oder sich auch hier eintragen. Genau. Aber alles, was ein Sportler braucht, findet ihr. Hinten sind noch Laufbänder, Crosstrainer. Natürlich die schöne Aussicht aufs Meer und auf die Berge. Gegenüber von dem Photoshop findet ihr noch einen kleinen Raum. Hier kann man sich auch gut aufhalten. Gestern lief Deutschland gegen Ungarn, deswegen die Flaggen. Und wenn wir wieder uns umdrehen und weitergehen, findet ihr links das Info- und Service Center. Da könnt ihr alle eure Fragen loswerden, Handtücher abholen und abgeben. Und ja, die Damen hier sind immer super, super freundlich. Und hier gibt es auch noch mal ein paar Informationen. Rund ums Programm, Essen, Trinken, wann die Restaurants offen haben. Und ja, dann kommen wir zum Hauptpool. Hier rechts findet ihr die Hauptbar oder die Poolbar. Hier ist auch am meisten los abends. Gestern gab es den hawaiianischen Abend, der war richtig cool gemacht. Ja, und jetzt hier der Hauptpool. Es sind noch wenig Gäste, deswegen kann ich euch den jetzt noch schnell zeigen.
Hier hinter dem Hauptpool findet ihr dann sozusagen den niedrigeren Pool oder den Kinderpool. Der ist 85 cm tief. Und ja, also hier oben Hauptpool und hier unten der Kinderpool. Und ganz, ganz viel Liegefläche auf der Wiese. Ich liebe das ja, hier auf der Wiese zu liegen. Da kann man alles einfach auf den Boden schmeißen. Ist nichts sandig, geht nichts kaputt. Genau, also ganz viel Liegefläche und eine wunderschöne Aussicht aufs Meer. Wenn ihr vor dem Hauptrestaurant nach links abbiegt, kommt ihr zur Wellfit-Ebene, Nightclub und Taverne. Schauen wir mal. Also hier finden dann Sportkurse start wie Hot Iron, TRX und sowas. Ich habe auch selbst schon TRX mitgemacht. Wirklich super. Alles, was man braucht. Es gibt hier auch eine Wasserstation. Und die Aussicht ist natürlich ein Traum beim Sport. Wenn wir dann weiter den Berg runtergehen, kommt ihr zur Taverne, dem Restaurant, wo ihr einen Aufpreis zahlen müsst. Aber die Aussicht, also ich liebe die Aussicht hier. Egal wo man guckt, sieht man in die Ferne das Mittelmeer, man sieht die anderen Inseln. Und ja, hier habt ihr noch die Fahrräder für die Fahrradkurse. Die stehen dann hier schön im Schatten. Und ich zeige euch mal kurz dann die Taverne von außen. Da sind nämlich gerade Mitarbeiter im Saubermachen. Thank you.
hier direkt links vom Hauptpool findet ihr das Amphitheater. Ist gerade geschlossen, deswegen kann ich es euch nicht zeigen, aber hier finden abends dann die Shows statt. Hinter mir der kleine Kinderpool und hier ist die Rob Lounge für Kinder zwischen 13 und 17 Jahren. Zur Rechten findet ihr nochmal die Kuppel und wenn wir links hier runter gehen, kommen wir zum Aufzug und zu den Treppen runter zum Strand. Also hier einmal der Aufzug, der läuft zwischen 8 und 12 Uhr, das heißt zu früh für mich. Ich habe ihn aber auch schon mal gefilmt, das heißt ich zeige euch wie er fährt. Aber hier schaut euch die wundervolle Aussicht an von hier oben. Könnt ihr ganz normal den ganzen Strandbereich nochmal sehen. Und ich nehme jetzt die Treppen. Aber vorher zeige ich euch den Auszug aus dem Aufzug. Aufzug raus. Hier kommt ihr von den Treppen runter und dann seid ihr direkt am Beach Restaurant. Hier bekommt ihr Mittagessen und auch am Nachmittag einige Snacks. Ich laufe mal kurz durch, aber es ist halt ein Buffet-Konzept. Hier findet ihr auch eine Bar, da könnt ihr euch was zu trinken holen. Wenn ihr vom Strandrestaurant runterschaut, seht ihr schon die ersten Liegeflächen. Hier auf der Wiese, das würde ich jetzt bevorzugen, aber auch unten am Strand, ganz da hinten. Und es erstreckt sich über den ganzen Strand hier, also ihr findet auf jeden Fall genügend Platz. Auch hier unten ist es sehr, sehr weitläufig und verwinkelt. Mein Plan ist es jetzt links abzubiegen und dann auf dem Rückweg am Meer vorbeizulaufen. Hier findet ihr Duschen, die sind auch zahlreich vorhanden. Und jetzt kommen wir zum Wassersportbereich. Genau, hier ist gerade keiner, deswegen sieht man hier nicht so viel. Ist natürlich alles verschlossen. Aber hier könnt ihr allen möglichen Wassersportdingen nachgehen. Hier gibt es auch noch mal eine Infotafel, Windsurfen, Segeln. Könnt ihr hier alles sehen. Ihr seht auch hier die Preise. Ich glaube, man kann hier sogar auch Kurse machen. Ja, hier. Katamaran-Lizenz. Hier steht es auch auf Deutsch. Katamaran-Lizenz ab 13 Jahren. 10 bis 12 Stunden, 220 Euro. Wer Interesse hat. Ich habe gehört, die sind wirklich ganz, ganz gut, Wassersportlehrer hier. Also wer schon immer mal Interesse hatte, sowas zu lernen, sollte mal in einen Robinson-Club fahren. Hier ganz verwinkelt am Strand findet ihr noch das Beachvolleyballfeld, gerade ohne Netz, es wurde abgebaut, aber genau das findet ihr hier. Da rechts ist das Meer und der Strand. Wenn man hier links hoch geht, kommt ihr zu einem weiteren Pool und auch zu diesen Daybeds. Also ihr könnt euch hier so Betten ausleihen für einen Tag und sehr entspannt mit eurem Partner oder mit eurer Familie drauflegen. Gehen wir erstmal zu den Betten und dann gehen wir zum Pool.
Richtig gemütlich sieht das aus. Hinter dem Strandpool, da oben ist der Strandpool, findet ihr noch ein Basketballfeld und eine Tischtennisplatte. Den Strandpool kann ich euch leider nicht zeigen. Ich bin ein bisschen früh dran. Der macht erst um 9 Uhr auf und ja, ich bin ja sehr früh losmarschiert, damit ich keine Gäste störe, die hier dann schon am Pool oder am Strand liegen. Ja, aber ihr habt den Pool von oben aus der Aussicht gesehen. Ich zeige ihn euch später nochmal, wenn ich nochmal wieder hochfahre. Eine richtig coole Idee, hier in Strandnähe noch einen Pool hinzubauen. Und auch die Kleinen kommen nicht zu kurz am Strand. Hier gibt es nochmal einen Spielplatz für die Kinder und auch noch ein paar Liegen, damit die Eltern auch hier entspannen können und die Kinder auf dem Spielplatz spielen können und immer ein Auge drauf haben. So, wir sind jetzt unten am Wasser angekommen. Hier findet ihr nochmal eine Dusche, Umkleidekabine und ganz, ganz viele Liegen. Also wie gesagt, ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr keine bekommt. So, hier endet der Strand vom Robinson Club. Ihr könnt aber noch ganz weit bis da hinten hinlaufen, bis zum nächsten Hotel sogar. Und gerade ist das Meer sehr ruhig. Und hier findet ihr nochmal einen Beach Club oder eine Beachbar mit sehr gemütlichen Sitzsäcken. Hier spielt auch oft abends ein DJ und man kann gemütlich aufs Meer schauen und in den Sonnenuntergang. Ja, das war mein Rundgang hier in dem unteren Bereich vom Robinson Club am Strand. Und da könnt ihr den Strandpool sehen. Es gibt einen kleineren Pool und einen etwas größeren, also einen großen Pool mit genügend Liegen auf der Wiese. Ich hoffe, der Rundgang hier durch den Club hat euch gefallen. Ich habe euch versucht, in jeden Bereich einen Einblick zu geben. Natürlich wollte ich auch die Privatsphäre der Gäste hier wahren. Deswegen, wenn dann Leute unterwegs waren, habe ich versucht, nicht zu filmen. Aber ich denke, ihr habt schon einen guten Eindruck hier über den Club bekommen. Ist wirklich eine wunderschöne Anlage. Die Aussicht ist ein Traum. Und wenn ihr Fragen zum Club habt, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich mich über ein Abonnement freuen. Vergesst nicht, auf die Glocke zu drücken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.